Hallo, wir sind in Garmisch, Garmisch-Partenkirchen. Und besuchen die Sommerrodelbahn, die es hier gibt. Eine kleine Sommerrodelbahn. Ja, eine sehr kleine. 800 Meter war es, glaube ich, irgendwas. 825 oder? Genau, es ist auch ein Modell von der Firma Wiegand. Man steigt unten an so einer Talstation ein, wird dann sehr steilen Lift hochgezogen. Oben angekommen, fährt man dann gleich mal, ich glaube, dreimal durch den Kreisel. Ja, drei. Zweimal so links und rechts am Hang entlang und dann war es das auch schon wieder. Dann ist man schon unten, ja. Ja, ist ganz nett, wenn man in der Gegend ist, weil es Zeit vertreibt, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, eine einzelne Fahrt für einen Erwachsenen kostet 3,50. Wir sind hergegangen und haben uns 6 Fahrten gekauft. Das hat dann für Erwachsene 18 Euro gekostet. Mhm. Man bekommt so einzelne Chips. Das heißt, also, da kann man ruhig dann mit mehreren Personen auf einmal Eintritt fahren. Ja. Der Parkplatz ist heute echt voll. Der kostet auch nochmal 5 Euro dazu. Muss man also quasi mit dem Spaß einrechnen. Aber wenn man so in der Nähe ist, dann... Man kann es mitnehmen, aber ich würde jetzt nicht extra herfahren, oder? Wie geht's dir? Also es war nett, das hat mir jetzt schon Spaß gemacht, aber also ich glaube, wir sind auch schon andere Sommerrodelbahnen gefahren, wo wir gerne noch ein zweites und drittes Mal hinfahren. Das ist jetzt halt, wenn man eh gerade da ist. Okay. Ich bin gerade in der Sommerrodelbahn auf der Sommerrodelbahn Garmisch-Partenkirchen. Oh, jetzt geht's auch schon weiter. Gerade eben hat der Lift gemeint, nicht mehr weiterfahren zu müssen. Aber jetzt geht's. Ja, was ist passiert? Du hast es gerade mitbekommen. Ja, also was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir sind gestanden. Am Lifthügel sind wir gestanden. Und bevor wir losgefahren sind, ist einer schon nur mit 10 km/h gefahren. Okay. Dann war das der Grund, weswegen wir plötzlich angehalten haben. Ja, das stimmt. Ich habe nur gehört, dass er die ganze Zeit gerufen hat. Nach vorne drücken, nach vorne drücken, nach vorne drücken, nach vorne drücken. Ja. Okay, dann war das wahrscheinlich der Grund. Ja, bestimmt. Also wenn du ein bisschen zu langsam bist, dann bleibt er halt aber auch stehen. Da geht dann halt nichts mehr. Ja.